Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Go to Link to the Past, meine Damen und Herren, wo wir heute den ersten richtigen Dungeon und so weiter und so fort von innen sehen. Ist das nicht toll? Aber jetzt wird's spannend. Das sind die Dungeons, das machen natürlich für die Leute, die Zelda nicht kennen. Das sind so die Sachen, die Zelda ausmachen. Dungeon Crawling, Alter. Die sind für jeden von den Kristallen da, die wir sammeln müssen, natürlich ein Dungeon. In jedem von diesen Dungeons gibt's dann logischerweise ein Kristall und surprise, surprise, einen Endgegner. Aber da werden wir noch früh genug zu kommen. Erstmal müssen wir gucken, dass wir irgendwie hier durchkommen. Ich merke mal so ganz nebenbei an, dass ich das Spiel natürlich diverse Male gespielt habe, aber für den Moment im Grunde genommen Blindspiel. Also nicht im Sinne von, ich kenne das Ding nicht, aber im Sinne von, ich möchte jetzt schon auch so ein bisschen diese Entdeckelemente da drin haben, auch wenn ich natürlich grundsätzlich eigentlich weiß, was wo ist. Aber, also ich spiele das Ganze jetzt nicht ausdrücklich mit einer Walkthrough, um hier irgendwie Sachen zu beschleunigen oder sonst irgendwas, sondern, also wenn ich mich mal verlaufe, meine Damen und Herren, soll vorkommen, auch wenn man dieses Spiel schon 397.000 Mal gespielt hat. Circa. Aber nur circa. Aber bis jetzt kriegen wir das ja noch ganz ordentlich hin, meine Damen und Herren. Sehr schön. Das ist übrigens sehr cool, wenn man das Spiel, dieses Spiel, ich habe vor nicht so langer Zeit Link Between Worlds gespielt, was der im Grunde genommen Nachfolger von diesem Spiel ist für den 3DS. Und die, keine Ahnung, haben da so viele Referenzen zu diesem Spiel eingebaut, dass dann jetzt eigentlich schon wieder ziemlich interessant ist, dieses Spiel wieder zu spielen, weil es ist ziemlich edel. Wenn diese scheiß Arschlöcher übrigens, die springen dauernd weg. Für die Leute, die hier mitspielen, das sind verfickte Arschlöcher. Mit der tollen Drehattacke Dingenskirchen kann man das Ganze wahrscheinlich irgendwie vermeiden, aber das ist natürlich nichts für Profis wie mich, Alter. So, manchmal sind dann diese Räume, wo dann jeder Gegner umgebracht werden muss, um die Tür zu öffnen. Das hatten wir ja schon mal in kleinerem Rahmen, meine Damen und Herren. Aber das gibt's natürlich auch mit großen, großen Rahmen, mit Gottverdammt nochmal 4 Skeletten. Oh mein fucking Gott. Alter, ich muss übrigens sagen, dass der Gesichtsausdruck von Link, wenn er irgendwelche Sachen aufhebt, der ist schon fantastisch. Also, werden wir den Kompass finden. Der Kompass, du hast den Kompass gefunden, damit kannst du verstecken. Ja, der Kerkermann, also wenn man dann hier die Map öffnet, dann wird einem auf der Map angezeigt, da oben der Totenkopf. Da müssen wir hin, da ist das Ziel. Und das ist, soweit ich weiß, in dem Spiel das Einzige, was der Kompass macht. In anderen Zelda-Spielen hat das Ding noch eine andere Funktion, oder noch andere Funktionen nennen. Zum Beispiel, dass das in, ich glaube, den Game Boy Color-Spielen, macht das dann ein kleines Klingeln, wenn ein Schlüssel im Raum ist und solche Sachen. Aber hier, soweit ich weiß, nur das. Krutz! Ich bin es ja doch, weil es Schritten. Ein guter Rat von mir. Mit dem Schatz dieses Palastes kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Oh mein Gott. Lassen dir nicht entgehen. Ich habe nicht vor, ihn mir entgehen zu lassen, Mr. Salatgurke. Also, ich meine, dafür bin ich ja hier, unter anderem. Nicht? Warum würde ich jetzt... Warum würde ich irgendwas anderes in diesem Dungeon machen, als die tollen Sachen einsammeln? Das ist die große Truhe, die es in jedem dieser Dungeons gibt. In diesen großen Truhen sind die tollen Schätze des entsprechenden Dungeons zugegen, meine Damen und Herren. Allerdings brauchen wir, um die große Truhe zu öffnen, erst, den großen Schlüssel, den wir ja auch schon kennen. So, hier, was? Verschlossen? Dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Ja, den sollen wir dann wohl mal holen. Den haben wir natürlich jetzt noch nicht. Und das heißt, das ist so im Grunde genommen erstmal das Ziel in den meisten Dungeons, zu gucken, dass man den Kompass bekommt, dass man die Karte bekommt und den großen Schlüssel. Diese Dinger hier sind Feenbrunnen, von denen ich ja bereits redete, meine Damen und Herren, wo diese kleinen Feen hier zugegen sind, die man dann wunderschön mit diesem wunderschönen Ding hier fangen kann. Für den Moment macht das noch sehr viel Sinn, weil wir haben ja sowieso nur 7 Herzen. Habe ich jetzt beide eingefangen? Hat der sie direkt beide eingefangen? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Nee, habe ich auch nicht, aber ist egal. So, und dann hat man die in der Flasche und wenn man stirbt, dann beleben die einen einmal wieder und sind dann weg. Das heißt, wenn wir jetzt 2 von den Dingern mitnehmen, dann haben wir im Grunde genommen 2 Leben für den Moment. Wie gesagt, später kommen dann irgendwann noch Potions ins Spiel. Die könnte ich theoretisch jetzt auch schon kaufen, aber das macht mit den Herzen, die wir haben, einfach noch keinen Sinn. Und so, die beiden haben wir jetzt und dann die Potions sind dann stärker. Aber für den Moment, wie gesagt, mit vier Herzen, die Dinger, ich glaube, heilen 7 oder 8 Herzen oder so. Das heißt, für den Moment reichen die Dinger vollkommen aus, weil alles andere sowieso natürlich Overkill wäre. Die Potions füllen das Leben nämlich komplett wieder auf. Das heißt, natürlich, je weniger Herzen man hat, desto weniger Leistung bekommt man quasi für sein Geld. Also der Preis der Potions sinkt natürlich nicht mit sinkender Energie im Grunde genommen. Also hier kann man, normalerweise ist es wahrscheinlich so gedacht, dass man hier einmal außen rum geht mit den Dingern, die einen da so verfolgen, aber man kann hier genauso gut umdrehen, wenn man Entschuldigung? Wenn man den Knopf gedrückt hat. Warum bist du bitte... Warum bist du jetzt... Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Da bin ich überhaupt nicht für, aber ist egal. Dann stirb du halt auch. So, adieu. Gibt es jetzt hier irgendwas Bestimmtes? Ich glaube, hier ist ein Schlüssel irgendwo. Ja, ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank noch richtig im Kopf, Alter. Sonst wäre ich jetzt hier wahrscheinlich irgendwann aufgeschmissen werden. Der erste Schlüssel für diesen Dungeon. Hurra. Natürlich auch in jedem Dungeon zig Schlüssel, weil... Mann, wäre ja öde, wenn nicht, nicht wahr? Hi, du stehst ganz toll da. Gib mir wenigstens Rupees, du Arsch. So, für diese Tür nehme ich sehr praktischerweise direkt, nachdem wir den Schlüssel bekommen haben.
womit wir dann über die Brücke des Dingsbums Kirchen drüber gehen können. So wird die natürlich genannt in Fachkreisen. Also unter den MLG-Pro-Zelda-Spielern, Alter, da... Ja, da macht man das so. Das ist der Raum, in dem man den großen Schlüssel bekommt. Der große Schlüssel wird, ich glaube... Ja, weiß ich gar nicht. Man muss, glaube ich, irgendwie... Ja, was muss man machen? Irgendwo ist hier ein Schalter. Hier drunter ist der Schalter. Aber wie kriege ich die Dinger da raus? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Ich glaube, ich muss einfach alle Gegner umbringen. Und dann fliegen die durch die Gegend und dann kann ich, glaube ich, an das Ding da dran. Das Herz brauche ich nicht, aber ist egal. Du bist der letzte Gegner, ne? Und die schweben jetzt noch nicht los. Achso, weil hier noch ein Gegner ist. Das macht natürlich Idee. Das Ding hier macht übrigens dann so. Macht übrigens auch mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Die Spin-Attack, die macht mehr Schaden als der normale Schlag. Das heißt, die macht im Grunde genommen schon meist Sinn, gerade bei Bossen. So, dann haben wir hier den Schalter und können wunderbar unseren großen Schlüssel und so weiter bekommen. Hurra, ich glaube, die Karte habe ich jetzt komplett eigentlich ignoriert. Normalerweise hätte ich die auch irgendwo finden sollen, aber wahrscheinlich sind wir daran vorbeigelaufen. Keine Ahnung. Man braucht die aber auch nicht. Ich meine, der Dungeon ist ja jetzt nicht so groß und nicht so komplex, dass man hier unbedingt eine Karte für bräuchte, finde ich. Aber dafür haben wir jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, diese tolle Truhe aufzumachen, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich sehr viel wichtiger. Gottverdammt nochmal, denn diese Truhe beinhaltet, meine Damen und Herren, den Bogen. Du hast den Bogen gefunden. Jetzt verschieße Pfeile, solange der Vorrat reicht. Hurra. So, wie der Tynus da schon gesagt hat vorhin, Salatgurken-Mensch, die macht mehr Schaden, aber ist natürlich dadurch begrenzt, dass man nicht unendlich viele Pfeile hat. So. Ich könnte jetzt die Karte noch suchen, aber die Karte ist nicht irgendwie notwendig, um das Level hier durchzuspielen. Übrigens, die Pfeile sind sehr gut für diese Dinger hier. Es gibt auch Gegner, die man ohne Pfeil und Bogen gar nicht umbringen kann, die von gar nichts anderem Schaden nehmen, da gehören die nicht zu, aber es macht natürlich mehr Sinn, wenn ich die Dinger jetzt mit dem Schwert angreifen würde, müsste ich da deutlich häufiger draufhauen als diese eine Schuss und dann verbraucht man natürlich lieber für einen dieser Gegner einen Pfeil, als dass man stundenlang, meine Damen und Herren, mit seinem Schwert auf den Teilen da rumkloppt. Nicht wahr? So macht man das. Das ist der Sinn und die Funktion des Pfeil und Bogens in diesem Spiel. Während dieser Raum offensichtlich einfach nur da ist, um meine 500 Rupees voll zu machen. Gott sei Dank haben wir den gefunden, Alter. Ist das nie Traum? Sieht so ein bisschen aus wie so ein versteckter Raum, so ein Easter Egg. Gibt dem ein Spiel für die Leute, die nicht wissen. Ein Easter Egg irgendwie, da hat mal jemand, keine Ahnung, einen Contest gewonnen oder so in Nintendo Power, die alte Nintendo-Zeitschrift aus den 90er oder so. Und der hat da teilgenommen und gewonnen und der hat damit gewonnen, dass sein Name in einem Zelda-Spiel vorkommt. Hurra. Und der hat dann im Grunde genommen von den Developern einen Raum eingebaut bekommen, der nur unter ganz bestimmten Umständen irgendwie zu betreten ist. Ich bin sehr wahrscheinlich nicht dazu in der Lage, den zu betreten. Ich habe das zumindest noch nie gemacht. Gibt's Videos zu? Ich glaube, wie heißt der? Chris Houlihan oder so ein Scheiß? Irgendwie sowas in die Richtung. Müsst ihr mal, wenn euch das interessiert, googeln. Oder wenn man das noch nicht weiß. Ja, er gehört ja eigentlich zum Allgemeinwissen eines jeden Gamers, aber wir lassen das mal so stehen. So, hier der Knopf. Manchmal, keine Ahnung, gibt's in den Räumen auch offensichtlich Knöpfe, die keine weitere Funktion haben, aber ist ja auch egal. Ich glaube, das ist einfach nur der hier links oben. Genau, das ist natürlich dann sehr praktisch, wenn man noch weiß irgendwie, wo die Knöpfe sind, die man betätigen muss, weil damit natürlich die Schwierigkeit aus dem letzten Raum im Prinzip komplett raus ist, weil normalerweise würden die wahrscheinlich von einem verlangen, dass man komplett stundenlang im Kreis rennt in dem Raum, aber wenn man das weiß. Diese roten Dinger nehmen tatsächlich nur Schaden von den Pfeilen, das heißt, dafür braucht man die tatsächlich, um diesen Raum hier zu besiegen. Und ja, so ist das gedacht. Den Raum hier kann man theoretisch, glaube ich, man kann alle gleichzeitig treffen, wenn man denn gut ist. Aber der trifft natürlich nicht auf jeden von uns zu, offensichtlich, meine Damen und Herren. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir Pfeile. Der rettet uns Gott sei Dank noch den Tag. Also, ihr beiden Tünnisse, komm her. Öffne die Augen, Alter. Open your eyes. Proud like irgendwas und so weiter. Wie alt ist dieses Lied? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich weiß keiner, von welchem Lied ich überhaupt rede. Also, von daher, in den Comments, wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich gerade rede. Sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch möglich. Während wir den ersten Boss, den ersten richtigen Boss, meine Damen und Herren, sehen. Die Typen, im Grunde genommen, einfach nur hier stehen, in irgendeiner Stelle und die Pfeile hier draufhauen, dann sind die also wirklich eigentlich überhaupt kein Problem. Ich habe keine Ahnung, warum irgendwer bei Nintendo der Meinung war, dass diese Dinger irgendein Problem darstellen würden, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte ich als Kind fürchterliche Schwierigkeiten damit, diese beiden Arschlöcher Arschlöcher umzubringen, aber mittlerweile, meine Damen und Herren, der letzte verwandelt sich dann in einen roten, der irgendwie so lustig vor uns her schwebt, wobei dann aber Gott sei Dank die selektive 3D-Fähigkeit dieses Spiels zum Tragen kommt, die dafür sorgt, dass wir den Typen trotzdem angreifen können, obwohl der eigentlich über uns drüber schweben sollte, aber wie dem auch sei. Wir haben unser erstes, natürlich nach jedem Dungeon gibt's dann das Heartpiece und unser erstes Amulett. Hurra! Hör mal, einen Schritt näher am tollen Triforce, um Gottes Willen, da sind wir noch ein kleines Stückchen von weg, aber zum Masterschwert, meine Damen und Herren. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Bring es zu Sinsen. Jetzt fehlen auf jeden Fall erstmal die Konnektivität zwischen meinem Wii U Pro-Controller und meiner Wii U. Jetzt fehlen nur noch zwei Amulette. Das habe ich verstanden. Soweit kann ich folgen. Ach, mehr Erzählung kommt jetzt gar nicht.
Ja, Gott sei Dank. Man wird dann übrigens dankbarerweise aus den Dungeons teleportiert, wenn man fertig ist. Wäre schon irgendwie ätzend, wenn ich da jetzt nochmal durchgehen müsste, so rückwärts, oder? Alles gefunden und so weiter und so fort und muss dann nochmal rückwärts durch den Dungeon. Wie in diversen anderen JRPGs. Aber okay, wir gehen mal zurück zu Saradan-Saden-Saden. Weil der hat bestimmt auch noch irgendwas zu sagen. Hi. Kann man schon mal den Kopf abhacken. Oh, du hast dein Amulett des Mutes tatsächlich errungen. So höre nun die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie des Königs das Königshaus von Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachten auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse, um für die sieben Weisen Zeit zu gewinnen, damit diese das Siegel erschaffen konnten. Punkt. Es heißt jedoch, dass aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Nun, Krutz, ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu erringen. Hier findest du sie. Nimm dies noch mit. Es ist ein Schatz, der von den Weisen weitervererbt wurde. Punkt. Ich möchte ihn dir geben. Danke. Also, wir kriegen die wunderschönen hier, die Boots-Typen da. Hui. Alter, die Pegasus-Schuhe. Nun rennst du wie der Wind und kannst alles Mögliche anrempeln. Halte A, bla bla. Also, die Dinger in den östlichen... Ja, okay. Man kennt diese Wand hier, die habe ich ja im letzten Video schon mal gezeigt. Die kann man jetzt dann auch mit dem Sprinten. Sprinten geht so und wir stoppen. Also man kann den da... Man muss dabei sagen, dass man den leider in diesem Spiel dann nicht steuern kann. Das heißt, wenn ich mich einmal für eine Richtung im Rennen entschieden habe, kann ich diese auch nicht mehr ändern. Aber dafür kann man dann damit diese tollen Wände unter anderem kaputt machen, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich ziemlich cool, zumal dazu ja auch noch... Das Ganze dafür sorgt, dass wir an gewissen Stellen, ich meine, es gibt ja viele Geraden in diesen Leveln, ein kleines bisschen schneller sind. Ich denke mal, das sind jetzt die anderen beiden Amulette, die uns fehlen. Unten links das in der Wüste und oben rechts das auf dem, beziehungsweise oben in der Mitte das auf dem Berg. Wir werden jetzt allerdings, dadurch, dass ich 579 Rupees schon habe, denke ich mal erstmal dafür sorgen, dass wir diesen tollen Schatz der Zoras, von denen die diversen Herrschaften in diesem Spiel uns schon berichtet haben, erstmal finden. Also, ich befürchte, dass ich relativ schnell noch an relativ viele Rupees komme und mir dann die Rupees, die ich finde, nicht mehr allzu viel bringen. Wobei, ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, ob ich da schon hinkomme. Wahrscheinlich komme ich da noch gar nicht hin. Moment, jetzt habe ich Quatsch geredet. Wahrscheinlich brauche ich noch ein Item, um da überhaupt... Ich weiß es gerade gar nicht. Wir gehen gucken. Weil, so ein bisschen Abenteuer muss schon drin sein in Zelda, oder? Also, das geht ja sonst gar nicht. Das sind, normalerweise müsste ich das wissen, so oft wie ich dieses Spiel schon gespielt habe. Aber, das ist egal. Kann sich ja nicht alles merken, meine Damen und Herren. Ich war in einem gehobenen Alter und so weiter und so fort. Also, hier oben geht's dann so Richtung Zora-Dingsbums. Entschuldigung? Willst du bitte einfach gehen? Achso, übrigens, das Rennding hier macht auch Schaden. Also, wenn man damit in den Gegner reinrennt, dann ist toll auch. Macht zwar relativ wenig Schaden, aber macht Schaden. Für die Leute, die da besorgt drum sind, dass man da eventuell dann, keine Ahnung, Schaden nimmt oder so. Entschuldigung? Was bist du denn für ein Stalker? Ich hoffe, der hat jetzt nicht irgendwie so einen Mantel auf oder an, auch. Beides nicht, bitte. Ich glaube, wenn ich jetzt hier so drüber nachdenke, glaube ich, dass ich hierfür noch ein Item brauche, um hier weiterzukommen. Aber das ist übrigens die Hexe, meine Damen und Herren. Die Hexe wird später... Ja, hier für den Stein brauche ich noch ein Item. Das kann ich noch nicht heben. Das heißt, den Zora-Schatz machen wir... nicht heute. Hurra, was geht hier so? Willkommen im Magieshop. Der Wasserfall der Wünsche liegt direkt vor Ihnen. Ja, Gott sei Dank. Hi. Und du so? Eieiei, die Hexerei ist schon eine Plackerei. Muss hier am Feuer stehen und nach meinem Kessel sehen. Rühre ich an einem Pilzgebräu, dieser Saft belebt dich neu. Ja, danke auch. Also das ist dann der Laden, in dem man traditionell die... Also es gibt auch noch andere Läden, wo man diese Dinger hier, diese Potions kaufen kann, aber das ist der Laden, in dem sie am günstigsten sind. Der rote füllt die Energie, also die Herzen komplett auf. Der grüne füllt die Magie komplett auf. Also nicht Magie, sondern die Magie. Und der blaue füllt beides komplett auf. Das heißt, am Ende ist natürlich das Ziel, irgendwann mal diese ganzen Feen, die wir haben, zu ersetzen durch die blauen Potions, weil es schlicht und ergreifend mehr bringt. Hi. Der erzählt mir jetzt Gott sei Dank dasselbe. Das ist sehr schön. Hihihi. Ja, dann adieu. Die werden später noch irgendeine andere Bewandtnis haben, wenn wir denn das erste Mal in den Wald gegangen sind, meine Damen und Herren, werden wir dann nochmal drauf zurückkommen, auf die beiden, weil die haben noch ein wunderschönes Geschenk für uns. Also, dann machen wir uns jetzt dann stattdessen lieber erstmal auf den Weg zur Wüste. Allerdings, ich überlege gerade, ja, weißt du was, also eigentlich, ich zeige das jetzt so, wir gehen jetzt zur Wüste, wir machen das jetzt so, wie das eigentlich von den Developern damals wahrscheinlich gedacht war, oder nicht wahrscheinlich, sondern wie es damals, ich dachte jetzt gerade, das Ding trifft mich, aber Gott sei Dank, haben wir ja nochmal so gerade eben, haben wir da den Kopf aus der Schlinge, meine Damen und Herren, wie wir jetzt übrigens sehen, schon nützlich, diese Pegasus-Schuhe. Gott sei Dank. Hier oben übrigens das Zuhause, falls irgendwer gerade Schwierigkeiten hat, sich zu orientieren. Da oben war das Zuhause von Link. Was hier übrigens auch noch zugegen ist, ist dieser kleine Tempel irgendwo. Hier müsste der sein, glaube ich. Ja, genau. Oder? Nee. Bisschen südlich noch? Bisschen südlich noch. Hier ist irgendwo so ein kleiner Tempel. Und der Tempel, genau dieser hier,
hat später noch eine Bewandtnis, aber der hat auch jetzt schon eine Bewandtnis, denn, meine Damen und Herren, man kann hier reingehen und dann kann man diese Truhe hier theoretisch öffnen, aber wir machen erstmal was anderes. Wir wollen erstmal gucken. Das sieht ja hier so aus, als wäre hier irgendwie, als wäre das hier irgendwie trockengelegt. Deswegen ziehen wir mal an dem Schalter, der näher an dem Tor dran ist. Macht überraschenderweise Sinn und schalten damit oder öffnen damit hier die tollen Tore der Flut. Alter, jetzt aber rausgehauen hier. Was dafür sorgt, hurra, hurra, dass hier draußen alles trockengelegt ist und wir diese wunderschöne Heartpiece einsammeln können. Also so funktioniert Zelda. Mir fehlt noch eins, aber das kriegen wir gleich. Warte mal, diese Fische, die haben auch eine Relevanz, aber leider sind die schon weggesprungen. Das ist nicht sehr cool. Eigentlich wollte ich damit jetzt irgendwas machen, aber gut, dann halt nicht. Dann jedenfalls die Truhe hier drin. Ich glaube, das sind nur Bomben. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, ist das nichts Besonderes, oder? Ich glaube nur Bomben. Ja, es sind nur Bomben, okay. Ich habe keine Ahnung, warum hier Bomben drin sind, aber wir nehmen da mal so mit, weil warum nicht? Ist nicht so, als hätte die bis jetzt viele Bomben ver... warte mal, die Fische. Stopp. Komm her. Die kann man nämlich aufheben und wenn man die aufhebt, dann kann man die tragen und hoffentlich nicht getroffen werden, du Schweinesack. Dann kann man die nämlich zum Wasser bringen und wenn man die zum Wasser bringt, dann passiert was ganz Tolles, meine Damen und Herren. Da sagt er nämlich, hi, der muss aber unter uns bleiben, verstanden? Klar, da gibt er uns nämlich Rupees. Ist das nicht cool? Also ich finde, das sind so die Details, weißt du, so Kleinigkeiten, wie das und die Hühner zum Beispiel auch. Das ist so cool, das sind so Kleinigkeiten, die man als Kind, wenn man die als Kind rausgefunden hätte, das wäre ohne Scheiß einer der größten Momente einer jenen Kindheit gewesen und damit übertreibe ich... Warum kann ich hier nicht durch? Und damit übertreibe ich nicht mal mehr irgendwie, weil das ist einfach... Keine Ahnung, man freut sich natürlich darüber, wenn man sowas entdeckt, also... Da gibt es so viele von so viele solcher Kleinigkeiten, die Dinger hier, den kann man irgendwie den Hut ab... Ne, kann man nicht den Hut abmachen, ich dachte, den könnte ich den Hut abmachen. Hi. Und dann dachte ich, dass die dann irgendwie ganz viele Rupees fallen lassen, aber dem ist nicht so. Was geht mit dir so? Gar nichts, offensichtlich. Hi. Sprich mich nicht an. Ich bin ein komischer Chaos. Schild nicht herausziehen. Wollen wir dann wohl auch mal so tun. Wir sind natürlich keine Bösewichte und ziehen Schilder raus, wenn der Typ uns sagt, wir sollen das nicht tun. Wer macht denn sowas? Das wäre ja gemein. Also, das ist nicht unsere Art, meine Damen und Herren. So, das ist jetzt auf jeden Fall die Wüste. Hurra. Während der Geier sich offensichtlich nicht sonderlich daran stört, wenn ich ihn einen in die Fresse haue. Aber gut, man kann die alle haben. Diese Dinger hier werden später noch eine Relevanz haben. Dieses Tablett da, aber nicht jetzt, meine Damen und Herren. Früh genug. Also, jedenfalls erstmal in die Höhle hier. Denn diese Höhle hat eine extreme Relevanz. Also extrem. Wirklich, also herausragende Relevanz. Denn diese beinhaltet, ganz, ganz wichtig, diesen älteren Herrn hier. Erstens, der hat bestimmt jetzt ganz wichtige Sachen zu erzählen. Mein Name ist Agina. Nicht zu verwechseln mit einer Angina, aber ist egal. Ich fühle, dass etwas Unheimliches im Goldenen Land vorgeht. Ja, erkennt man an den ganzen bösen Monstern, die auf einmal durch die Gegend rennen, aber ist egal. Das ist sicher ein Vorzeichen der großen Zerstörung, die Hylianer vorhersagten. Klar. Das heißt, ein Held wird in der Wüste stehen, das Buch Modora in seinen Händen halten. Mit dem Buch Modora kannst du die Sprache der Hylia übersetzen. Du findest es in der Bibliothek des Dorfes, wenn du der wahre Held bist. Also, ganz, ganz wichtig, der Typ sagt uns, dass wir das Buch brauchen, um in diesen Wüstentempel reinzukommen. Und ohne dieses Buch klappt das tatsächlich nicht, weil warum wird der Typ lügen, ne? Das wäre ja schon eine gewisse Schweinerei, wenn der das einfach täte. Zusätzlich gibt es hier drin übrigens noch ganz wichtig das Heartpiece, was unser Dingensbums komplett auffüllt und wir damit ein neues Herz kriegen. Ist doch herausragend. Also, dadurch, dass wir den Typ jetzt hier gefunden haben, also der Wüstentempel ist da links. Ich kann das jetzt auch vor mir aus. Ja, wir zeigen das, weil warum nicht, meine Damen und Herren? So wie ich das früher gespielt habe. So gucken wir uns das jetzt an. Ja, wobei, mittlerweile. Ich hoffe, dass ich mittlerweile ein kleines bisschen schneller bin als damals. Wäre schrecklich, wenn nicht. Also, hier, dieser tolle Wüstentempel. Hi. Die scheiß Adler, Adler, Falken, Geier gehen mit fürchterlich auf den Zeiger, aber ist egal. Das Ding hier steht dann hier und da steht dann Sonnenkram und der Typ sagt uns ja gerade dafür, um das zu übersetzen. Das ist die Sprache der Hylia oder was er gerade gesagt hat. Und um das zu übersetzen, brauchen wir das Buch aus der Bibliothek. Das Bibliothek, wie er ebenfalls Gott sei Dank uns mitteilte, liegt in der Bibliothek des Dorfes. So, deswegen wollen wir da natürlich, meine Damen und Herren, auch mal ganz flugs hingehen. Weil das ist, glaube ich, übrigens ein Feenbrunnen da oben. Der ist für mich nicht... Nicht relevant für den Moment, aber später vielleicht mal. Da werde ich mit Sicherheit nochmal drauf zurückkommen, so wie ich mich kenne. Ha, was steht hier eigentlich? Wüste der Geheimnisse. Achtung, Bomben. Ja, Gott sei Dank. Und diese komischen Sandtypen, die waren gerade ein paar Mal im Bild da, diese komischen, Sandmenschen, die... die fand ich fürchterlich spektakulär, weil die waren immer auf dem Promotion-Poster von A Link to the Past und da sahen die so fürchterlich cool aus und deswegen dachte ich immer, weil die gerade auf dem Promo-Poster so groß waren und da waren die ja gerade jetzt relativ klein, also in-game sind die relativ klein, dachte immer, das sind fürchterlich starke Gegner, aber ich glaube, die sterben nach zwei Hits spätestens, wenn nicht sogar nach einem, aber werden wir auch noch früh genug zu kommen, so einen Wichser mal umzubringen, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, warum ich den jetzt beleidigen muss, weil er hat mir ja genau genommen nichts getan, aber so ist das Leben, Alter. So, hier oben diese tolle Lichtung da, da werden wir später noch hinkommen, die hat im Moment noch keine Relevanz, deswegen
Ich glaube, da passiert da was? Passiert hier jetzt schon was? Ich glaube. Wobei, doch. Eigentlich müsste da jetzt auch schon. Passiert hier jetzt schon was? Entschuldigung. Nein, ich möchte das gerne nicht haben. Danke. passiert. Jetzt schon? Ja, hi. Guck dir das an. Das ist ja toll auch. Hat nicht irgendwer was erzählt von irgendeinem Jungen, der irgendwie angefangen hat, Flöte zu spielen oder so? Ich meine, ich kann mich dran erinnern. Also der verschwindet jetzt ja einfach. Keine Ahnung. Der hat auch... Für den Moment können wir mit dem auch tatsächlich nichts weiter anfangen. Das sind so die Mysterien in diesem Spiel. Wenn man dann wirklich... Ohne Scheiß, ich kann das nur wirklich nur betonen. So als Kind wusste man das alles nicht. Man hatte kein gottverdammtes Internet, man hatte gar nichts. Und man hat sich dann die ganze Zeit gefragt, was es mit diesem Typ da auf sich hat. Das hier dann übrigens die Bibliothek. Hurra, beziehungsweise das Dorf generell erstmal. Ist das hier die Bibliothek? Nee, das ist nicht die Bibliothek. Das ist irgendein anderer Schmu. Hi. Ein Gewinnspiel. Kleine Spielchen gewinnig, 20 Rubine, du kannst eine Truhe öffnen. Mach ich nicht, weil die Rupies brauchen wir für später. Erstmal für den Schatz der Zora da und zweitens brauchen wir die Dinger auch noch ein kleines bisschen später nochmal, um ein ähnliches Minispiel zu spielen, bei dem es ein Hardpiece gibt. Aber dafür erstmal später. Das ist die Frage. Übrigens, wir haben stundenlang daran gesessen, überlegt, wie kriegen wir dieses scheiß Buch darunter und wir hatten keine Ahnung und wir haben sämtliche Waffen benutzt, wir haben... Keine Ahnung, mit dem Fliegennetz davor gestanden und nichts ist passiert und so weiter und so fort. Und dann, irgendwann, ist irgendwer mal von uns dagegen gerannt. Man muss gegen das Regal rennen, allerdings von dieser einen Seite. Nur wenn man gegen die Stühle hier oben rennt, passiert das nicht. So, und das ist so cool. Also das ist das Buch, von dem der Herr vorhin redete, der Ältere. Ich nenne mal den älteren Herr. Angina. Wir nennen ihn Angina. Wir nennen ihn einfach Halsschmerzen. Und damit kann man dann jetzt den Wüstentempel machen. Allerdings vorher erstmal dieses Haus, weil dieses Haus hat auch eine Relevanz. Den Wüstentempel machen wir natürlich dann im nächsten Video, meine Damen und Herren, weil... Warum würde ich irgendwas anderes tun? Hi. Ich bomb mal dein Haus kaputt. Ist nicht so schlimm, ne? Na gut, die Tür ist wieder offen. Ach, der hat sich mit seinem Bruder verstritten und wir haben die Tür jetzt geöffnet. Der sagt jetzt schon den zweiten Teil seines Dialogs. Der werde ich vertragen. Ja, okay. Also die haben sich eigentlich verstritten, aber jetzt dadurch, dass wir die Tür geöffnet haben, denken sie sich dann, na gut, können wir uns auch wieder vertragen. Und Krutz, was sagt mein großer Bruder? Ist er noch sauer auf mich? Nö, er hat gesagt, er möchte sie mit dir vertragen. Also ist alles wieder im Rahmen, mein Freund. Gott sei Dank. Und auf der anderen Seite dieses Hauses hier, meine Damen und Herren, ist diese tolle Frau mit einem Minispiel. Wenn es dir gelingt, das Ziel in 15 Sekunden zu erreichen, winkt ein toller Preis. Haha, Achtung, fertig, los. Also, hier so schnell wie möglich irgendwie durchgehen. Ich glaube, ich nutze, seitdem ich denken kann, immer dieselbe Route. Das ist dann diese hier. Und ich glaube, das schafft man dann auch relativ souverän in 15 Sekunden, bei dem Typ hier anzukommen. Und dann, haha, gibt es nämlich ein Hardpiece. Wir haben es geschafft in 10 Sekunden. Guckt ihr dann. Super, Glückwunsch, du hast dich qualifiziert. Hier dein Preis, ein Herzteil, hurra. Muss man natürlich jetzt aufpassen, dass man hier nicht noch runterfällt. Das ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert. Allerdings nicht heute. So, meine Damen und Herren, in diesem Sinne hoffe ich, meine Damen, wir haben viele Herzteile gefunden. Wir haben einen Dungeon geschafft und das ist ein absoluter Traum. Deswegen hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Vielen lieben Dank, dass du da wart. Im nächsten Video sehen wir uns dann im Wüstentempel. Bis dahin. Hochoffiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, meine Damen und Herren, tschüss.